Herzchirurgin, ausgebildet hier im Klinikum Augsburg. Jetzt habe ich nach der Facharztausbildung mich entschieden, auf der EMC-Station zu arbeiten, das heißt aus dem chirurgischen Betrieb auszusteigen, weil ich mir hoffe, dass ich dadurch die Kombination Arbeit und Familie besser schaffen kann. Ich bin sehr glücklich, dass mein Arbeitgeber Verständnis hat dafür, dass man jetzt nicht in einer Fachrichtung konstant weiterarbeiten muss, sondern dass er sehr offen war für ein Gespräch und mir dann auch sofort erlaubt hat, auf meine persönlichen Bedürfnisse, also Familien und so weiter, eben diesen Wechsel jetzt von der Herzchirurgie in diese Intermediate Care Station sofort umzusetzen. Ich habe zwei Jungs, die sind eben noch 10 und 9 Jahre alt. Ich finde es schon sehr wichtig, dass eben meine Familie auch Zeit mit mir verbringen kann. Also es ist oft mit dem Dienstbetrieb ein bisschen schwieriger und hier auf der EMC-Station gestaltet sich der Dienstbetrieb eben ein bisschen anders, dass man dafür auch Tage frei hat. Und ja, auf diese Vorzüge möchte ich jetzt eben nicht verzichten in dieser Phase noch. Ja. Das geht jetzt auch so um schulische Dinge manchmal ganz einfach, ja, dass man denen noch so ein bisschen hilft oder dass man sie motiviert auch. Oder ja, auch ganz einfach, dass eben die Beziehung auch lebendig ist, ja, und nicht so ersatzweise von jemand anders ausgeführt wird. Also, dass man eben mit seinen Kindern gemeinsam auch Zeit hat. Aber die Karriere, die hängt ja auch von verschiedenen Faktoren ab. Die Uni-Werdung bringt einfach die Möglichkeit, auch akademisch zu arbeiten. Dass jetzt auch Forschungsprojekte aus der Universität generiert werden, dass da Ideen einfach aufgebaut werden. Das wird sich jetzt hier halt mehr und mehr aufbauen und fordert natürlich auch, dass die Ärzte eben ja, aktiver sind in diesem Gebiet. Und wenn das jemand gerne machen möchte, dann bietet es natürlich ein sehr interessantes, kreatives Arbeitsfeld. Also ich versuche natürlich auch im akademischen Bereich aktiv zu sein. Also das heißt nicht, dass ich jetzt sozusagen einfach nur so eine Routine mache und schnell weggehe. Also ich habe auch noch, sag ich mal, für mich privat Projekte, die ich eben auch neben der Familie und der Arbeit auch noch erledigen möchte. Mein Big Picture ist wirklich, dass eine Frau ihre Arbeit auf qualitativ hohem Niveau leisten kann, Fortschritte erwirkt und auch, dass es nicht auf Kosten der eigenen Familie passiert.